Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. So, also Freunde der leichten Ödland-Unterhaltung, wir suchen immer noch Ted, den Sohn von Walter. Nee, wie ist jetzt Walter? Auf jeden Fall von. Wie auch immer er heißt, ich weiß es nicht mehr. Okay, und wir müssen jetzt quasi zu dem Ermittler. Da müssen wir mal hören, ob er noch da ist. Womit kann ich dienen, mein Herr? Mortimer, ich habe gehört, dass eine Gruppe, dass ihre Gruppe Menschenfleisch verspeist. Ach ja, das habe ich auch gehört. Neidische Leute sagen solche bösen Dinge. Ich bedauere sie. Also ist es nicht wahr? Ich versichere Ihnen, die einzige Schuld der Feinschmeckergesellschaft besteht darin, die leckerste Cuisine zuzubereiten, die Sie je gekostet haben. Natürlich vorausgesetzt, dass sie es sich leisten können. Sind schon unheimlich, die Jungs, ne? Morty Mariori, wie auch immer, meinte, dass sie einen Privatermittler in einem Zimmer gegeben haben. Privatermittler. Ach ja, ich erinnere mich an den Herrn. Es ging um die verschwundene Braut, eine schreckliche Sache. Ich hoffe, dass er sie findet. Wenn ich fragen darf, haben Sie etwas herausgefunden, das bei den Ermittlungen hilft? Eigentlich müsste ich direkt mit ihm sprechen. Ja, ich habe wichtige Informationen für ihn. Gut, ich hoffe, dass der junge Mann nach allem, was er durchgemacht hat, etwas Ruhe findet. Normalerweise geben wir keine Informationen über Gäste heraus, aber angesichts der Umstände wird er sicher mit Ihnen sprechen wollen. Mal sehen, er ist noch nicht abgereist. Wenn Sie zurück zu den Hotelzimmern gehen, finden Sie seines nach dem Verlassen der Lobby eine Etage höher. Ich hoffe, wir können diese Angelegenheit endlich zu den Akten legen. Okay, danke. Leben Sie wohl. So, eine Etage höher. Beziehungsweise hierhin. Dann nach oben. Das hier, ne? Jetzt habe ich dich. Geben Sie sich einen Ruck. Vom Wegen. War das jetzt mein Fehler, als ich die Waffe gezogen habe? Ich glaube, es war mein Fehler, als ich die Waffe gezogen habe, ne? Okay, dann lassen wir das. Versuchen wir es nochmal ohne Waffe. Aber irgendwie ist das so, gleich so, also wenn man nur, also jeder Polizist zieht seine Waffe, wenn er unerwartet eine Leiche sieht, oder? Aber trotzdem, ich darf eigentlich gar keine Waffen bei mir haben. Hallo? Spiel? Hallo? Hast du dich jetzt aufgehangen? Kann auch gerade nicht raustappen. Okay, ich unterbreche kurz. Ich melde mich gleich wieder zurück. Leider musste ich den kompletten Rechner neu starten. Gut, aber ich denke, jetzt dürfte es eigentlich soweit weitergehen. Also, machen wir das Ganze nochmal, nur diesmal ohne Waffe. Mal gucken, was passiert. Okay. Er ist tot. Muss nach Beweisen suchen.
Hier drüben. Komm trotzdem. Stirbst. Okay, Stimpaks Action. Wo sind sie? Stimpaks, Stimpaks. Oh, wisst ihr was? Hier, Stats. Klack. Stimpaks, komm. So, und nochmal ein Kopfschuss für den guten Herrn. Gut, dass ich so ein guter Schütze bin. Erwischt. Okay, habe ich dich. Gehstock nehme ich mal mit. Also es lag nicht an meiner Waffe. Ich weiß, wozu die gut ist. Okay, den lasse ich mal angezogen. Und ich habe gerade dem guten Roboter gesagt, dass die gut sind, die Feinschmecker. Ich glaube, ich mag die Jungs doch nicht. Ein Streichholzbriefchen. Dann gucken wir mal, ne? Sonstiges Streichholzbriefchen. Auf der Rückseite des Streichholzbriefchens steht folgendes gekritzelt. Dampfbad, 16 Uhr. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Obwohl, was ich eigentlich mal machen könnte. Oder auch nicht, ich weiß es gerade nicht. Ich gehe erstmal ins Badehaus. Und ins sogenannte Dampfbad. Und warte mal bis 16 Uhr. 3 p.m. 4 p.m. passt. Es ist 16 Uhr. Ich bin im Dampfbad. Soll ich das Dampfbad schließen? Hier noch ein Dampfbad. Ah. Schau mal einer, guck. Wer sind Sie? Sie zuerst. Sie wissen es nicht? Gut. Das ist gut. Also hat man Sie nicht hinter mir hergeschickt. Wo ist der Herr, den ich hier treffen soll? Er war verhindert, also hat mich stattdessen geschickt. Den Teufel hat er. Er sollte mich schon vor Tagen treffen. Sind Sie denn bei Mortimers angestellt? Ich habe ein Streichholzbriefchen bei der Leiche in einem Hotelzimmer gefunden. Nein, ich suche nach einer anderen vermissten Person und stolperte zufällig über die Leiche. Um Himmels Willen! Sie müssen wissen, dass er mit einem Insider gesprochen hat. Sie werden jetzt jeden genauer beobachten. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war. Vor wem haben Sie Angst? Vor Mortimer. Wenn er merkt, dass ich es war, mit dem sich der Ermittler treffen wollte, wird er mich umbringen lassen. Mortimer steckt also hinter all den ganzen Vermissten? Ja. Die Feinschmeckergesellschaft verbietet das Verspeisen von Menschen. Aber wir waren nicht immer die Feinschmeckergesellschaft. Mortimer und einige andere sind,
zu den alten Traditionen zurückgekehrt. Sie haben sich in den letzten Monaten viele Menschen geholt. Aber immer nur aus Freeside oder abgelegenen Orten, wo sie nicht vermisst werden. Aber das war nicht genug. Neuerdings holen sie sich Touristen vom Strip und sogar aus dem Hotel. Das ist wohl die Gefahr, wenn ein Kannibale zum Gourmet wird. Ein verwöhnter Gaumen lässt sich nur schwer befriedigen. Was wollten Sie hier besprechen? Über das Mädchen. Das, welches verschwunden ist. Ich weiß, was mit ihr geschehen ist. Ja, die wurde aufgegessen wahrscheinlich. Woher wissen Sie, was mit dem Mädchen passiert ist? Weil ich Ihren Verlobten ablenkte, während Sie sie holten. Nun, ich bin nicht stolz darauf, aber ich musste es tun. Sie konnten meine Zweifel sehen. Einige der Feinschmecker begannen vor kurzem mit privaten Treffen. Sie begannen darüber zu reden, wie wir unsere Identität verloren hatten. Ich begann mit der Teilnahme, weil ich dachte, es würde um den Wechsel unserer Politik gehen. Dann begannen sie, über die Rückkehr zu den alten Traditionen zu sprechen, und es gab keinen Ausweg mehr. Sie hätten mich sonst getötet. Was ist mit Ted Gunderson? Er lebt noch, soweit ich weiß. Sie versuchen, ihn frisch zu halten. Mortimer hat besondere Pläne für ihn. Die Feinschmeckergesellschaft veranstaltet jeden Abend um 19 Uhr ein Bankett. Es findet in unserem Privatbereich statt. Mortimer will die Menschen wieder mit unserer Küche vertraut machen. Da auf den Verzehr von Menschen die Todesstrafe steht, macht er es im Geheimen. Nachdem alle gegessen haben, will er es ihnen verraten. Da es nach Mortimers Meinung keine Möglichkeit gibt, alle zu bestrafen, werden sie Menschenfleisch als Delikatesse akzeptieren. Teds Vater ist ein reicher Mann. Mit seinen Ressourcen sollte man das leicht stoppen können. Schon möglich, aber das würde ich nicht empfehlen. Sein Ruf basiert nicht gerade auf Ruhe und Unparteilichkeit. Er ist nicht, wie er scheint. Man nennt ihn auch Hurricane Hack. Der Mann errichtete sein Imperium, indem er Söldner gegen Wettbewerber anheuerte. Neuerdings attackiert er unsere Brahmin-Lieferanten, um deren Geschäft übernehmen zu können. Er ist der Typ, der Nägel mit der Abrissbirne einschlägt. Würde er die ganze Geschichte erfahren, dürfte er wohl das ganze Hotel abreißen. Und Gott weiß, was dem Rest des Strips passieren würde. Würde Mortimer für die Täuschung nicht bestraft werden? Vielleicht. Aber für ihn ist die Rückkehr zu den alten Traditionen das eigene Leben wert. Ich glaube aber nicht, dass er damit rechnet. Ich auch nicht. Für die Gesellschaft ist nichts wichtiger, als der letzte Schrei in Sachen Vegas Cuisine zu sein. Mortimers Idee wird diesem Bedürfnis gerecht. Er muss sie einfach nur über das Tabu bringen. Wo hält man Ted gefangen? Das weiß ich nicht genau. Ich war nicht dabei. Ich glaube, einige von ihnen trauen mir nicht mehr. Aber jede wettet, dass sie ihn in der Nähe des Gourmand festhalten. Unser Chefkoch Philipp schwört auf frische Zutaten. Das müsste im geschlossenen Mitgliederbereich sein, also Vorsicht. Lassen Sie sich nicht sehen und vermeiden Sie, dass Ted gesehen wird. Es werden sowohl die Eingangshalle als auch die Zugangstunnel vom Hauptrestaurant bewacht. Können Sie mir irgendwie helfen? Ich könnte Sponsor Ihrer Ehrenmitgliedschaft sein. Aber ich weiß nicht, ob Ihr Status schon den Ansprüchen der Gesellschaft genügt. Wenn Sie noch etwas mehr Bekanntheit auf dem Strip hätten, könnten wir Sie einschleusen. Ansonsten müssten Sie einen Weg finden, wie Sie leise hineinkommen. Das wird nicht leicht. Und es wird noch schwerer, ihn rauszubringen. Haben Sie einen Vorschlag, wie man Ted rausbekommen kann? Vor dem Mahl verkosten Sie Vorkriegsweine. Vielleicht reicht es ja schon, diese mit Drogen zu versetzen. Aber das würde künftige Entführungen nicht verhindern. Man müsste Mortimer bloßstellen. Aber er will sich ja sowieso offenbaren. Aber wenn seine Offenbarung eine Lüge wäre, wenn nur er Menschenfleisch gegessen hätte, man könnte irgendwie Philipp in der Küche austauschen und einen überzeugenden Ersatz servieren. Dann könnten sie Ted nach Mortimers Rede mitten durch den Raum hinausführen. Und dann hätte Mortimer aber was zu erklären. Philipp versucht schon seit Jahren, den Geschmack von Menschenfleisch nachzumachen. Er sollte irgendwo ein Rezept haben. Okay, auf Wiedersehen. Treffen wir uns wieder sobald. Moment. Haben Sie auch etwas gehört? Ist man Ihnen gefolgt? Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held.
Müssen sie auf den Vogel wieder warten. Da kommt er. Okay, was ich brauche, ist auf jeden Fall mehr Lebensenergie. Sonst wird das nichts. Komm, gib Gas, Kollege. Jetzt geht alles wieder von vorne los. Ich versuche das Ganze jetzt zu überspringen. Guten Tag. Beweg dich, komm. Guten Tag, wer sind Sie? Ich könnte jetzt noch mal eine Runde schwimmen gehen, in dem Wasser, das man nicht trinken darf. So, machen wir eine Runde. Jetzt müsste der Gute da auch sitzen. So, guten Wer Tag. sind Sie? Ich suche jemanden, der verschwunden ist. Er ist tot. Vor wen haben Sie Angst? Sie Mortimer. haben aber Was wollen Sie hier über besprechen? Woher wissen Sie, weil was ich passiert ist? ich bin Wo wurde Ted gefangen? Können Sie mir irgendwie helfen? Vorschlag, wie ich da aber das raus. wird Teds Vater. Bla bla bla. Wie komme ich hinein? Auf Treffen wir uns wieder. Wiedersehen. Und geht drauf, komm. Bam, gegen die Wand. Das ist schon nicht falsch, seine Sachen einfach mal mitzunehmen, ne? Meins, den brauche ich nicht. Wir haben nicht die Kleidung. Aber was ich jetzt mal mache, ist, um da reinzukommen. Maske der Feinschmeckergesellschaft. So, jetzt dürfte mich eigentlich keiner erkennen. So einfach zumindest. Ne? Ach, sehe ich gut aus. Hi. So. Hallo. Gut, dass meine Waffe so gut versteckt ist. Und dafür, dass ich keine Waffe tragen durfte. Oder darf. Ist natürlich sehr schnieke. So, Schlüssel. Hey, Schlüssel. Schlüssel, ich hatte doch einen Schlüssel. Hat er nicht gesagt, ich kriege einen Schlüssel? Guten Tag. Womit kann ich dienen, mein Herr? Aha. Da müssen Sie wohl anderswo suchen, fürchte ich. Die ganze Idee der Feinschmeckergesellschaft beizutreten ist blanker Unsinn. Entweder sind Sie drin oder nicht. Einen Beitritt gibt es nicht. Diesen Unsinn mit der Ehrenmitgliedschaft hat sich Marjorie ausgedacht, weil sie so um das Image besorgt ist. Aber das ist nur eine Marotte. Sobald das überhand nimmt, werden wir das vorübergehend aufgenommene Gesindel vor die Tür setzen. An ihrer Stelle würde ich nicht zu sehr hoffen. Gut, auf diese Weise kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, wirklich weiter werden wir auch erst in der nächsten Folge kommen. Ich stelle mich jetzt mal hier vor Mortimer und verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.